Heute gibt es nur mal schnell ein kurzes, knappes Update zum Airbus A380. Der hat ja gefühlt in den letzten Wochen und Monaten nur noch für negative Schlagzeilen gesorgt. Jetzt kann man sich aber mal über etwas freuen. Und zwar hat die Fluggesellschaft ANA aus Japan endlich ihren ersten Airbus A380 übernommen. Und was die Japaner damit vorhaben, wo man dieses Flugzeug demnächst fliegen sehen wird und alle Infos, die man sonst noch zu diesem A380 braucht mit der besonderen Lackierung, das schauen wir uns heute noch mal schnell an. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr erinnert euch bestimmt noch alle an die Bilder vom sogenannten Rollout des ersten für ANA bestimmten A380 aus Hamburg. Da haben wir ja echt ziemlich lange drauf hingefiebert. Endlich mal wieder ein neuer Airbus A380 bei einer neuen Fluggesellschaft für diesen Flugzeugtypen. Also endlich mal ein A380 in einer Lackierung, wie wir sie noch nicht gesehen haben. Das gab es zuletzt im Jahr 2018 im August, als HiFly den ersten gebrauchten A380 auf Strecke geschickt hat. Davor war das mit einem neuen A380 in einer neuen Bemalung allerdings im Jahr 2014, im Dezember 2014 der Fall, und zwar als Etihad Airways ihren ersten A380 auf die Linie geschickt hatte. Allein diese Situation war also in den letzten Jahren schon mal echt eine Seltenheit, und dann haben wir jetzt mit dem ersten A380 für ANA auch noch ein so besonders lackiertes Flugzeug. Schon mal eine schöne Sache. Mit ANA sind es jetzt 15 Betreiber, die weltweit 234 Maschinen vom Typ A380 unter sich aufteilen. Ungefähr 11,5 Jahre nachdem die erste Maschine des Typs A380 damals an Singapore Airlines ausgeliefert wurde, bekam jetzt also vorgestern ANA ihren ersten A380, den sie dann direkt mal von Toulouse aus in 12 Stunden Flugzeit ins neue Zuhause nach Tokio brachte. Und dazu direkt mal die wichtigste Information: von dort aus, von Tokio aus, wird der A380 in der besonderen blauen Schildkrötenbemalung nur auf der Strecke nach Honolulu, nach Hawaii eingesetzt. Und das ab dem 24. Mai 2019. Ist also auch noch mal knapp 2 Monate hin. Bis dahin werden die Japaner die Zeit nutzen und ihren neuen A380 ordentlich schick machen. 383 Sitzplätze in der Economy Class wird es in diesem Flugzeug geben, 73 Sitzplätze in der Premium Economy Class, 56 Sitze in der Business Class und 8 First Class Plätze. Daraus ergibt sich dann eine für den Airbus A380 durchaus typische Bestuhlung mit insgesamt 520 Sitzplätzen. ANA ist jetzt aber nicht nur der letzte neue Kunde für den Airbus A380, sondern ANA ist auch neben Emirates noch die letzte Fluggesellschaft überhaupt, die jetzt noch einen neuen A380 bekommen wird. Insgesamt bekommt Emirates nämlich noch 14 Maschinen und ANA bekommt jetzt halt noch 2. Und das war's dann aber auch schon. Es ist nämlich gerade mal gut 5 Wochen her, als es gefühlt zumindest nur noch negative Schlagzeilen zum A380-Projekt gab. Mit dem Höhepunkt der Reduzierung der Emirates-Bestellung für dieses Flugzeug von 163 auf 123 Maschinen. Was dann ja wiederum auch die Ankündigung des frühzeitigen Produktionsendes für 2021 nach sich zog. Das Gute an den beiden jetzt noch für ANA bestimmten A380 ist aber, dass beide Flugzeuge eine ähnlich aufwendige Sonderbemalung bekommen werden wie die erste Maschine für ANA. Die zweite Maschine bekommt einen türkisen, grünlichen Farbton und die dritte und letzte Maschine, die wird dann orange werden. Also schon mal eine sehr interessante Kombination. Bis dahin bleibt die blaue Schildkrötenbemalung jetzt auf dem ersten A380 wohl die aufwendigste Bemalung, die je auf irgendeinen A380 in Hamburg draufgepinselt wurde. Knapp 3300 Liter Farbe in 16 verschiedenen Blautönen wurden in einem Zeitraum von etwas mehr als 2 Wochen auf die knapp 3600 Quadratmeter Fläche des A380 aufgebaut. Das ist auf jeden Fall schon mal eine beeindruckende Menge Farbe. Dadurch wird das Flugzeug mit getrockneter Farbe etwa 650 bis 700 Kilo schwerer, als es der A380 ohne Farbe wäre. Aber dafür ist die Lackschicht auch nicht mal 1/4 Millimeter dick. Was jetzt vielleicht auch noch ganz interessant ist: ANA schickt dann ja bereits in wenigen Monaten 3 Maschinen vom Typ A380 höchstwahrscheinlich 10-mal pro Woche auf der Strecke zwischen Tokio und Honolulu hin und her. Damit werden ihre Kapazitäten auf dieser Strecke mal eben ganz entspannt verdoppelt. Und dann muss man schon sehr motiviert sein, wenn man das machen möchte. Aktuell müssen sie auf dieser wichtigen Verbindung nämlich noch gegenüber Japan Airlines ein bisschen zurückstecken. Die andere Fluggesellschaft aus Japan, die belegen da auf dieser Verbindung nämlich knapp 33% der Marktanteile, also gut ein Drittel, während für ANA dann nur noch 15% übrig bleiben. Das möchte man jetzt aber mit einem frischen Flugzeug, mit interessanten Sonderbemalungen
und mit einem in großen Mengen verfügbaren und mit einem vor allem auch sehr breit aufgestellten Produkt ändern. Und ganz ehrlich, wieso denn auch nicht? ANA hat es jetzt schon, obwohl sie ihren A380 ja noch nicht mal einsetzen. Sie haben es jetzt schon geschafft, sehr sympathisch eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf dieses Flugzeug zu lenken. Und das muss man dem A380 irgendwo ja auch lassen. Wird er richtig in Szene gesetzt, dann ist er ein absolutes Prestigeobjekt, ein absolutes Prestigeflugzeug. Und da bin ich sehr gespannt, was ANA damit schaffen kann. So schön das aber auch alles klingen mag, auch das wird ihn nicht vor dem frühzeitigen Produktionsaus im Jahr 2021 retten. Gut, so viel erst einmal dazu. Aber einen Punkt habe ich noch, und zwar, während wir uns jetzt so über die neue Bemalung auf dem A380 freuen, gestern hat British Airways die letzte der vier angekündigten Retro-Bemalungen vorgestellt, der Öffentlichkeit gezeigt, auf dem echten Flugzeug. Jetzt gibt es also alle vier Maschinen in Retro-Bemalung. Die erste Maschine war die BOAC 747, das zweite Flugzeug in Retro-Bemalung war der BEA A319, dann kam eine Boeing 747-400 in der bis kurz vor der Jahrtausendwende verwendeten Lackierung, und jetzt hat man auch wieder die von 1974 bis 1980 verwendete Bemalung der British Airways zurück auf einer Boeing 747. Und damit hat man jetzt eine wirklich interessante Truppe an Flugzeugen zusammen. Das sorgt für Abwechslung am Himmel. Und das kann gerade bei der aktuellen Entwicklung in der europäischen Luftfahrt ja schon mal wirklich nicht verkehrt sein. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante, kurze, knappe Informationen für euch mit dabei. Und eventuell ist euch das ja schon aufgefallen. Unter diesem Video hier gibt es was Neues. Und zwar gibt es die ersten Aero News Germany T-Shirts. Wir haben da einfach mal ein bisschen was ausprobiert, haben uns ein paar Designs ausgedacht, und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch dort mal vorbeischauen möchte, sich die Sachen mal anschauen möchte. Ich freue mich selbstverständlich auch sehr über Feedback zu den Sachen und auch über Feedback zu diesem Video, und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und tschüss.